In diesem Video möchte ich der Frage nachgehen, wie stark ändern sich eigentlich die PV-Leistungen im Laufe des Tages? Wie ändert sich die Nachfrage an elektrischer Energie, also die Last? Und zwar nicht, wie viel Leistung haben wir oder wie viel Energie wurde benötigt, sondern wie schnell ändert sich die Leistung? Also wie viel Gigawatt müssen pro Stunde zugeschaltet werden, wenn zum Beispiel morgens die Leute aufstehen und immer mehr elektrische Energie benötigen? Oder wenn die Photovoltaik sozusagen durch die Sonne zum Leben erweckt wird, wie viel Gigawatt pro Stunde nimmt die Leistung aus Photovoltaiksystemen zu? Und was ist eigentlich das größere Problem? Und das nennt man eben die Änderungsraten der Leistung. Und meine Frage war, sind die zu hoch oder wie groß ist eigentlich der Wert überhaupt? Und das Ganze werden wir uns für 2015 bis 2024 anschauen. Also ich habe Daten von diesen 10 Jahren von den Energy Charts, energy-charts.info, verwendet, um die Daten dann darstellen zu können, und zwar in Tages-, Wochen- und Jahresintervallen, also um verschiedene Genauigkeiten zu haben, mit denen man draufschaut auf die Daten. Hier sehen Sie es Tag, Woche, Jahr. Der Tag zeigt viele Details, aber Sie können den falschen Tag erwischen. Deswegen ist die Wochenperspektive ein bisschen besser, weil Sie dann eine Bandbreite von Tagen sehen, ein bisschen mitteln können, was ist Wetter, was ist Wochenendtag bei der Last, was ist Wochentag mit voller Aktivität. Und im Jahresgang sehen Sie die ganzen Details nicht mehr, aber Sie haben wenigstens einen Überblick, was jedes Jahr sich verändert hat von einem Jahr zum nächsten. Das kann man daran wieder besser erkennen. Deswegen diese beiden Perspektiven. Also Programm, Leistungsänderungsraten, was ist das eigentlich überhaupt? Warum ist es interessant? Wen interessiert es? Also mich in jedem Fall, sonst würde ich es ja nicht machen. Wir schauen uns dazu eben Last und Photovoltaik an als zwei Parameter, die das Netz bestimmen, nämlich Last als Nachfrage, was wir haben wollen, und Photovoltaik als ein Kraftwerkssystem, was Leistung liefern kann, also unsere Nachfrage bedienen kann, zumindest wenn die Sonne dann entsprechend scheint. Und das, ich wollte es ursprünglich noch mit Import-Export machen, das werde ich aber weglassen, weil es doch dann wieder zu weit führt. Und gehen wir zunächst einmal in die Diagramme rein, die Sie jetzt begleiten werden den Rest des Videos. Leistung, wie schnell verändert sie sich? Wir schauen jetzt bei der Last nach der Leistungsnachfrage genauer hin und haben in Gelb dargestellt tatsächlich die Ihnen sicherlich auch bekannte oder typische, auch oft schon mal gesehen wordene Leistungskurve über einen Tag. Das ist die gelbe Kurve oder der gelbe Graph. Wir sehen, dass hier um 12 noch ein paar Leute wach sind, aber dann gehen sie alle in die Kiste, alle Produktionsanlagen stehen still. Und so um 4 Uhr morgens fängt es langsam wieder an, dass mehr Strom benötigt wird, die Leistung erhöht wird, die Leistung wird stärker erhöht, wird sehr stark erhöht und dann wird die Leistung wieder schwächer, von Viertelstunde zu Viertelstunde erhöht. Hier haben wir ungefähr gleichbleibenden Leistungsbedarf. Dann gibt es hier abends nochmal so eine Leistungsbedarfssteigerung, also eine Änderung des Leistungsbedarfs. Und dann fällt es so langsam wieder ab, wenn die Leute alle so vom Fernseher eingeschlafen sind und dann beschließen, tatsächlich ganz ins Bett zu gehen oder normal zu schlafen. Das wäre die typische Leistungstageskurve. Dazu gehört die rechte Y-Achse in Gelb dargestellt, passend zur Farbe dieses Graphen. Zeitauflösung 15 Minuten. Und der andere Graph ist der, der jetzt sozusagen neu dazukommt, eben die Änderungsrate der Leistung. Wir haben hier so einen Bereich, da ist die Leistung etwa konstant, die nachgefragt wird. Und dann sehen Sie auch wenig Änderung. Die linke Y-Achse gehört zu diesem Graphen, der durch diese Striche, diese Balken oder Impulse dargestellt wird. Und immer, wenn die Leistung konstant ist, haben Sie ja kleine Impulse oder gar keine Impulse, wenn die Leistung ungefähr konstant ist. Wenn aber die Leistung zum Beispiel erhöht wird, dann haben Sie eine Leistungserhöhung und die wird dargestellt auch von Viertelstunde zu Viertelstunde über diese Impulse. Und Sie sehen hier morgens so um 6 Uhr rum, da ist dann die Leistungserhöhung für die Nachfrage, also die Nachfrageleistung steigt hier am stärksten. Das heißt, die linke Achse und dieser Graph mit diesen Impulsen ist der, der anzeigt, wie stark wird die Leistung verändert,
Wie wird die Leistung erhöht vom Kraftwerkspark, um unsere Nachfrage zu bedienen? Beziehungsweise wie wird dann die Leistung wieder reduziert, wenn unsere Nachfrage dann sinkt? Man kann sich das auch so vorstellen: Hier wacht Deutschland auf, kommt in die Pötte, produktionstechnisch natürlich auch. Und auch wenn es Bildung ist, als durchaus produktives Ding, wenn man es richtig betreibt. Hier haben wir nochmal so einen Abend-Nupschi, der nach oben geht. Warum? Also sieht man auch hier eine Leistungskurve. Warum ist das so? Ja, 19 Uhr, da sind alle nochmal aktiv beim Kochen, beim Essen. Licht ist an, Fernseher geht an. Alle machen was für sich und dann guckt man vielleicht hier gemeinsam Fernsehen oder hört einfach ein bisschen Musik mit dem Handy. Das ist dann auch schon dieser Bereich, wo es dann langsam wieder abtropft bezüglich der Leistung. Und dann haben wir hier negative Leistungsänderungsraten. Die Leistungsänderungsraten sind angegeben in Gigawatt pro Stunde. Aufpassen, Gigawatt mal Stunde, Gigawattstunden ist eine Energieeinheit, Gigawatt pro Stunde ist die Änderungsrate der Leistung, die in Gigawatt angegeben wird. Hier sehen wir 14 Gigawatt pro Stunde Leistungsänderungsrate. Das heißt, wenn ich das hier für eine Stunde, also vier Balken, durchhalten würde, müsste ich 14 Gigawatt an Leistung reinbringen ins Netz. Das wären etwa 20 Kohlekraftwerke oder 30 größere Gasturbinenkraftwerke oder 10 Kernkraftwerke des Typs, der bei uns auch bis vor kurzem noch in Betrieb war, einfach um eine Dimension zu haben. Das ist aber nur eine Viertelstunde, wo das so ist, wenn alle wahrscheinlich einfach ihren Kaffee aufstellen, unter die elektrisch betriebene Dusche gehen, Licht anmachen, und so weiter. Das lässt aber hier dann relativ stark nach. Wir schauen auch nochmal von der Rechnung her. Das sind so um die 7 Gigawatt im Mittel für 2 Stunden. 7 Gigawatt pro Stunde über 2 Stunden wären 14 Gigawatt, die ich reinbringe. Und dann schauen wir mal um etwa 6 Uhr. Da haben wir auf der Achse 65 Gigawatt. Und nach den 2 Stunden haben wir etwa 80 Gigawatt. 65 bis 80 sind 15 Gigawatt. Leistungserhöhung und das entspricht eben etwa 2 Stunden lang 7 Gigawatt pro Stunde ins Netz reinzubringen, also Leistung zu erhöhen, um die Nachfrage zu decken. Rot dargestellt, also es passt. Rot dargestellt, Leistungsbedarf steigt, der muss bedient werden. Wenn ein Kraftwerk ausfällt, haben Sie an der Stelle ein Problem. Wenn Sie die Leistung runterfahren, blau dargestellt, denn wenn Sie ein Kraftwerk, also wenn Ihnen ein Kraftwerk beim Runterfahren kaputt geht, ist das Problem, glaube ich, nicht ganz so groß, weil Sie ja eh abschalten oder runterfahren wollten. Deswegen die Farbsymbolik, hier müssen Sie den Bedarf decken, das müssen Sie machen, hier müssen Sie einen Bedarf weniger decken. Das ist wirtschaftlich vielleicht nicht so schön, aber es ist leichter möglich. Also wenn Sie Brötchen nicht liefern, dann lassen Sie einfach liegen. Die Leute sind ja zufrieden. Aber wenn Sie Leute haben, die Brötchen wollen und Sie können die Brötchen nicht liefern, haben Sie ein Problem. Das Ganze nochmal für 2 Tage dargestellt. Sie sehen, dass die Funktionen sehr ähnlich aussehen. Kleine Änderungen gibt es immer. Das kann einfach ein Fußballspiel sein, wo die Leute früher essen und dann haben sie diesen Abendpeak ein bisschen früher. Und jetzt sehen Sie, dass die Leistung deutlich geringer ist als hier. Und das ist dann eben einfach Wochentag zu Wochenendtag. Da ist der Abend-Nupschi dann ein bisschen größer, da wird dann ausgiebig gekocht. Man steht gemütlich, langsam auf. Ich würde sogar sagen, dass es das ein Sonntag ist, weil das so lahm ist hier, dass noch nicht mal Geschäfte aufhaben. Also mit der Aufstehrate morgens. Und dann haben sie auch geringe Leistungsänderungsraten, weil einfach wenig Bedarf über eine lange Strecke dann zusätzlich aufgebaut wird. Das ist vollkommen unproblematisch, das zu bedienen. Hier haben Sie dann schon ein bisschen mehr Herausforderung an Betrieb von Kraftwerken, Netzwerk, also Stromnetz und so weiter. Das gleiche nochmal für den Sommer. Ich gehe nochmal zurück zu einer Wochentagskurve und das dürfte eine Wochentagskurve im Sommer sein. Sie haben viel mehr Licht, die Leute gucken vielleicht nicht fern, haben kein Licht an und damit haben Sie ein bisschen weniger Leistungsbedarf und Sie müssen nicht heizen. Also sieht das Ganze ein bisschen flacher aus und vielleicht wird auch hier mal der Salat kalt gegessen, sodass auch nicht gekocht werden muss. Na, da hat einer was. Nein, da gab es ein neues Kochrezept für sommerliche Nudelsoße. Nein, keine Ahnung, was da los war. Sie sehen, dass diese Graphen ähnlich von der Grundstruktur sind, aber man sieht tatsächlich auch einen Winter-Sommer-Unterschied. Und jetzt
Wir haben jetzt die Last betrachtet, also das, was wir nachfragen. Und jetzt schauen wir mal die Variabilität des Sonnenstromangebots an. Also Stromangebot, der ins Netz eingespeist wird, damit wir ihn abrufen können über die Last. Also Leistungsangebot über Photovoltaik. Auch hier wieder die Tagesdiagramme. Ich gehe nochmal eins weiter, dass man nochmal die Farbsymbolik sieht. Hier wird die Leistung der Photovoltaiksysteme erhöht, die ins Netz eingespeist wird. Das heißt, wir bekommen mehr Leistung, das ist gut. Ich kann sie immer noch nicht nehmen, aber sie ist wenigstens da, wenn ich sie brauche. Deswegen die umgekehrte Logik von den Farben. Wenn aber die Photovoltaikleistung zurückgeht, dann muss ich die ja irgendwie ersetzen. Und wenn ich das nicht kann, habe ich ein Problem. Deswegen rot dargestellt. Geht nur um die Tendenz, was etwas sicherer ist, falls was ausfällt. Wir haben hier einen Januartag, 15.01., auch mal wieder. Einen 15.01., 2 Jahre später, ein Jahr später, 2019, 2020. Wahnsinniger Ausbau, Faktor 10 erhöht. Nein, Quatsch. Das ist einfach anderes Wetter als ein Jahr vorher. Der Ausbau macht vielleicht irgendwie 10% aus, aber nicht ein Faktor 3 oder 4 oder 5. Und jetzt das Ganze nochmal im Sommer. Einerseits Winter, guter Wintertag, normaler oder schlechterer Sommertag. Das ist auch nicht viel besser. Sie sehen, dass tatsächlich die Photovoltaik-Kurve, also die Leistungskurve, sehr viel breiter ist als im Winter, was natürlich damit zusammenhängt, dass hier etwa nur ein Drittel des Tages die Sonne vernünftig steht und hier etwa 2 Drittel des Tages eben Mitte Juni, kurz vor dem Sommersonnenwendtag. Man kann direkt erkennen, wenn man eben noch im Hinterkopf hat, oh, bei der Last 14 Gigawatt pro Stunde müssen wir für die eine Viertelstunde morgens nachregeln. Hier müssen Sie mit gemütlichen 4 bis 5 Gigawatt pro Stunde nachregeln, allerdings über einen längeren Zeitraum. Das heißt, so ganz anspruchslos ist es nicht. Sie haben ja auch 15 Gigawatt, die Sie im Laufe des Tages reinsetzen müssen, aber Sie haben tatsächlich etwas mehr Zeit. War für mich auch eine überraschende Erfahrung und im Sommer geht das Ganze offensichtlich noch gemächlicher, zumindest 2016. Welche Relevanz hat die Änderungsrate? Ich habe es an einigen Stellen schon angesprochen. Sie müssen im Stromnetz das Ganze bedienen, denn Strom unterscheidet sich wesentlich von Öl, ob Erdöl oder Speiseöl, Weizen und Bimsstein. Denn Strom können Sie nicht so leicht lagern. Das kann man vielleicht in Zukunft mal auch wirtschaftlich sinnvoll machen, aber wenn Sie Öl lagern wollen, einen Tank nehmen, der kostet nicht viel, Edelstahlbottich, dann können Sie es rein kippen und können es bei Erdöl 30 Jahre später rausholen. Das ist noch gut. Bei Speiseölen vielleicht ein Jahr später rausholen, wenn sie gut kühlen, ist immer noch brauchbar. Bei Bimssteinen, die können sie irgendwo hinlegen, die können sie wenn Zement gebunden ist, in jedem Fall können sie irgendwo unter eine dünne Plane legen und dann 50 Jahre später abholen. Die sind noch vernünftig. Also ich habe hier auch ein Haus, was aus Bims gebaut ist. Das ist 120 Jahre alt. Es steht noch. Ich hoffe, gleich auch noch. Und bei Strom ist es so, den müssen Sie sofort, wenn Sie ihn produzieren, auch nutzen. Sonst produzieren Sie den für nichts. Also den können Sie auch nicht irgendwo enden lassen. Sie drehen dann irgendwas ohne viel Widerstand und haben nichts davon. Aber Sie wollen ja irgendeinen Generator drehen oder ein Solarmodul mit Licht bescheinen, um irgendwas rauszuholen. Leistungsangebot und Leistungsnachfrage müssen immer 99,99% im Einklang sein und im Mittel 100% im Einklang sein. Und das Mittel bezieht sich auf Sekunden, vielleicht mal 10 Sekunden, aber nicht mehr. Also wie gesagt, das ist genau die Herausforderung. Und deswegen sind die Änderungsraten von Stromproduktion und Stromnachfrage durchaus wichtig. Das muss ich bedienen können. Und je schneller das passiert, desto schwieriger ist das System zu handhaben. Und deswegen ist es halt eben so wichtig. Und wir haben zwei Kategorien von Kraftwerken, es wird auch selten, also es drückt sich langsam in die Öffentlichkeit vor. Wir haben steuerbare Kraftwerke, das wären Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, Gaskraftwerke, Biomassekraftwerke, Wasserkraftwerke bei Biomasse und Wasser, sofern Biomasse und Wasser vorhanden sind. Und die können Sie im Lastfolgemodus betreiben. Das heißt, der führende Parameter ist die Leistungsnachfrage. Also wenn ich eine Glühlampe einschalte, dann folgt das Kraftwerk dieser Aktion und liefert den Strom.
Die variablen oder intermittierenden Kraftwerkstypen, das ist eben Photovoltaik und Wind im besonderen Maße, die liefern einfach wetterabhängig Strom, der dann kommt, wenn das Wetter das will. Die kann ich nicht im Lastfolgemodus benutzen. Also ich kann zwar Last damit bedienen, wenn es gerade zusammenpasst, aber ich kann der Last nicht sozusagen bewusst folgen. Jedenfalls nicht ohne Hilfsmittel, wie zum Beispiel Speicher. Oder ich benutze dann einfach die steuerbaren Kraftwerke, um auszugleichen. Aber das ist ja dann wieder so ein bisschen gefuscht. Speicher finde ich in Ordnung, aber dann die Lastfolgekraftwerke zu benutzen, ist für mich ein bisschen fusch. Im Sinne von, da tausche ich ja nur Kraftwerke und muss die anderen noch zusätzlich rumstehen haben. Der Speicher bringt mir da tatsächlich von Denken her mehr Sinnvolles. Ja, Leistungsangebot, Leistungsnachfrage immer im Einklang. Die steuerbaren Kraftwerke können das liefern, die anderen können es nicht liefern. Aber wir haben ja schon auch jetzt amtlich gehört, in Zukunft soll es so sein, dass das Leistungsangebot ein Stück weit der führende Parameter wird und die Leistungsnachfrage hat sich danach zu richten. Das heißt, sie duschen nach einer Woche dann, wenn wieder Strom da ist. Vorher nicht ganz ernst gemeint. Aber das ist ein anderer Ansatz. Da muss man sich dann überlegen, wer macht da mit und welche Folgen hat das, wenn eben nicht so viele mitmachen. Deutschland, ja, PV, Wind haben Vorrang, der Rest muss nachregeln und damit interessiert es definitiv die Netzbetreiber, die dann halt eben schauen müssen, der Wind geht raus, die Sonne geht raus, weil es eben Abend wird und der Wind zum Erliegen kommt und dann müssen die irgendwie Ersatzleistung reinbringen nach dem entsprechenden Bedarf, die Netze entsprechend führen, das heißt Kraftwerksbetreiber, Netzbetreiber sind da sehr scharf drauf zu wissen, was da passiert und wie schnell kann ich nachregeln. Wenn ich nämlich plötzlich nicht mehr 10 Gigawatt pro Stunde nachregeln muss über 3 Stunden, sondern 30 Gigawatt pro Stunde über 3 Stunden nachregeln muss, dann ist das eine ganz andere Hausnummer. Ich brauche dann einfach einen ganz anderen Kraftwerkspark, ganz andere Speicherkapazitäten. Nicht viele, sondern Speicherkapazitäten als Menge. Es gab mal irgendeinen Spruch, wir haben ganz viele Speicher, das klappt schon. Quatsch. Es sind die Gigawattstunden, die zählen. Und unter 300, 400 Gigawattstunden braucht man gar nicht anzufangen, über die Nacht kommen zu wollen mit Photovoltaik. Und wir haben im Moment 15 Gigawattstunden in den letzten 2, 3 Jahren maßgeblich zwar erhöht, aber da ist eine Größenordnung zwischen. Das sind alles Herausforderungen, die da sind. Dafür muss man solche Sachen eben kennen. Wir kommen jetzt, kleiner Schnitt nach diesem Einstieg, was ich beobachtet habe, zu den Daten. Und da gibt es dann halt eben ganz viele Daten. Ich werde vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was sagen, aber ich glaube, ich begebe mich dann einfach aus dem Bild und werde dann aus dem Off kurz kommentieren, was ich da mache. Was hat sich geändert zwischen 2015 und 2024? Wir haben 1, 2, 3 mal 2 Perspektiven, Import, Export lasse ich weg, habe ich eben entschieden, im vierten Versuch dieses Video aufzunehmen. Wir haben das für die Last, wir haben es für die Photovoltaik und das werden wir uns dann anschauen. In Last, Leistungsänderungsrate, Tagesgänge, einmal, ich glaube, ich gehe nochmal gerade vor, einmal Sommer, dann Winter, ein Tag als Beispiel. Und wie gesagt, ich gehe raus, damit Sie die Bilder komplett sehen können. Wir haben jetzt 2015. Aufpassen, hier sehen Sie mal Wochentage, mal Wochenendtage, aber das ist ja dann das, was Sie jetzt schon kennengelernt haben. In der zweiten Sektion die Wochenübersichten und in der dritten Sektion die entsprechenden Jahresübersichten. Ich lasse einfach auch mal Sie die Sachen betrachten, vielleicht einfach in einem Folgevideo, dann können die Sachen, die Sie als Kommentar hinterlassen, das, was mir einfällt, das kann man dann mal im Zusammenhang betrachten. Los geht's. Ich nenne immer die Jahre 2015, 2016, 2017, Wochenendtag, 2018, wieder Wochentag, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Das war jetzt Sommertag, Tagesgänge. Jetzt kommt der Tagesgang für Wintertage.
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nein, haben wir noch nicht. Das war ich jetzt gerade im meditativen Bereich. So, jetzt lasst Leistungsänderungsraten und zwar Wochengänge. Hier haben Sie, ich zeige gerade das erste Bild und kommentiere weiter aus dem Off. Hier sehen Sie 5 Wochentage und 2 Wochenendtage, die deutlich reduzierte Leistungsbedarf haben. Jetzt gehe ich doch mal ins Bild rein. Wochenendtage, Samstag, Sonntag. Und Sie sehen auch, dass der Samstag noch etwas höhere Leistungsbedarfe hat als der Sonntag, weil hier noch Gewerbe, Handel, Dienstleistungen funktionieren oder betrieben werden, aber eben viele Industrieanlagen nicht. Und das Ganze springt natürlich, weil das Jahr ja nicht irgendwo exakt eine Wochenzahl voll macht mit den Tagen und dann noch die Schaltjahre. Das springt dann so ein bisschen, aber Sie haben jetzt verstanden, Wochentage, Wochenendtage. Es springt ein bisschen, aber Sie können ja dann die Entwicklung der Maxima sich anschauen. Nochmal kurz die Bemerkung, Nulllinie, gelb für die Last. Wir sind hier so bei 40 bis 75 Gigawatt in der Last. Und wir haben hier die Leistungsänderungsraten 10 morgens, die pro Stunde 10 Gigawatt, die zugeführt werden müssen. Und abends geht es ein bisschen gemütlicher mit höchstens etwa 5, 6 Gigawatt pro Stunde negativ wieder raus. So. 2015 haben wir, und jetzt geht es weiter mit 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, Corona-Jahr, wir haben etwas reduzierte Leistung, 2021, da gehen die Peaks an den Wochentagen wieder hoch, 2022, 2023, 2024. Die Leistungsnachfrage ist tatsächlich deutlich gesunken. Das ist jetzt nicht mehr Corona, sondern das ist sicherlich in anderen Dingen begründet. Jetzt eine Woche im Winter, hatte ich eben vergessen, dass das auch noch kommt. Sie sehen deutlich, auch wenn wir haben jetzt natürlich einen Zeitsprung von 9 oder 10 Jahren zwischen, aber Sie sehen, dass im Winter die Leistung, Spitzenlast, also Leistungsaufnahme deutlich höher liegt als im Sommer. Und dann, ne, machen wir das auch wieder 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Hier spielt Corona noch keine Rolle, das war 2 Monate vorher. 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 reingefallen. 2025 haben wir immer noch nicht. Die Daten kann man simulieren, aber das kann man auch dann lassen. Ja, Last. Änderungsraten der Leistung, Jahresgänge. Hier haben Sie dann sozusagen das gesamte Jahr als Überblick und können dann eben das auch nochmal betrachten. Aber Sie sehen natürlich nicht mehr die tagesspezifischen Feinheiten. Los geht's. 2015, 2016, 2017, 2018. 2019, 2020, Corona-Jahr, 2021, Erholungsjahr, 2022, Krieg, Russlands Invasion in die Ukraine, 2023, 2024, deutliche Abnahme der Last, der Leistungsnachfrage ist gut sichtbar, dennoch immer noch sehr hohe Spitzen der Änderungsrate, das ist etwa gleich geblieben. Alle stehen morgens gemeinsam auf und dann knallt es im Netz oder Gott sei Dank knallt es nicht, sondern glüht das Netz. Wir kommen nun zur Photovoltaik. Das ist jetzt die zweite Datensektion.
die drei Perspektiven. Jetzt Photovoltaik im Tagesgang im Januar und dann gleich nochmal die entsprechenden 10 Tableaus für den Juni. Also Wintertag 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Hier gehe ich doch noch mal kurz rein. Nicht, dass Sie denken, dass der ganze Ausbau 2024 nur so kärgliche Photovoltaikreste da produziert. Wir haben natürlich immer einen Tag, den wir hier im Januar sehen, aber wetterbedingt ist da natürlich jedes Mal anderes Wetter und das gilt natürlich genauso für die Sommertage, die jetzt kommen. Für 2015, 15.06., 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, schöner Sonnentag, 2022, noch schöner, 2023, naja, 2024. Und damit haben wir jetzt als nächstes die Leistungsänderungsrate auf dem Programm in den Wochengängen, sodass man diese Variation von den Tagesgängen natürlich deutlich besser rausxen kann. 2015, Wintertag. Sie sehen wieder die kurzen Nupschis, die dann gerade so ein Drittel des Tages ausmachen, zwei Drittel Nacht beim Sommertag. Ich sage gleich, wenn die Sommerdaten kommen, natürlich ein bisschen anders ausschauend. 2016 inzwischen, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Und jetzt kommen wir zu dem Sommertag, nein, zur Sommerwoche in der Übersicht 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ich denke, Sie haben gut erkennen können, dass die Sommerwoche deutlich besser zeigt, wie auch der Photovoltaikausbau vorangeschritten ist. Ich gehe dafür einfach noch mal schnell die Daten durch. Na, hier wollte ich hin. Sommer 2015. Wenn Sie immer auf die Maxima schauen, hier haben wir so 20, 25 Gigawatt drin. Da hat es nicht so gut geklappt. Hier kommen wir fast an die 30 ran. Jetzt haben wir die 30, ja, gut. Sind wir gut dran gekommen? Sieht nicht so gut aus in 2020. Hier sind wir deutlich über die 30, fast auf die 35 gekommen. Dann auf 37 am ersten Tag dieser Woche 2023 auch wieder 35 oder fast ein bisschen mehr. Und 2024 auf die 40 fast. Und 2024 gab es auch einmal irgendwas um die 50 Gigawatt als Spitzenleistung, die umgesetzt wurde bei 90 Gigawatt installierter Leistung. Das zeigt, dass man im Sommer natürlich besser schauen kann, weil das Wetter eher stabil ist, klar und so weiter. Im Winter hat man da doch mehr Trübheit und Phasen, wo es dann länger mal nicht so gut ist. Da kann man dann keine Aussagen treffen. Das war auch nochmal die Begründung, warum die Wochenansichten besser sind als die Tagesgänge für diesen Zweck. Und jetzt sehen wir die Wochen, nein, die Jahresgänge für die Photovoltaik. Ich gehe jetzt wieder raus aus dem Bild und zwar für 2015, 2016,
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024, erstes Halbjahr. Ich gehe auch nochmal zurück, um auch nochmal auf zwei Details hinzuweisen. Sie sehen, dass der Ausbau immer größer wird, also immer mehr Leistung als Spitze reinkommt. Das heißt, es ist mehr Hardware verfügbar, mehr Hardware installiert an Solarpanels. Und wir sehen, dass auch die Änderungsraten natürlich steigen. Und das ist ganz klar, wenn Sie so einen Graphen haben, wenn Sie den nach oben ziehen, dann werden auch diese Flanken steiler. Und das ist genau das, wo die Leistungsänderungsrate natürlich höher wird. Das heißt, die Anforderungen an die Steuerung werden höher. Und dafür gehe ich auch nochmal gerade schnell durch. Aber Sie sehen natürlich auch die Variation zwischen den Jahren. Es geht mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Und wir stellen fest, dass so ab 2021, 2022 offensichtlich sehr viel mehr klare Tage sind, schon ab früher. Das Ganze wächst da sehr hoch. In 2024 geht so. Habe ich auch eine Hypothese zu, äußere ich hier aber nicht. Das ist dann wieder ein eigenes Video. Und jetzt versuche ich ganz schnell diese ganzen Import-Export-Sachen, die ich ja beim Nachdenken geskippt habe, zu überschreiten und auf den letzten Graphen zu kommen, so, bis die Maus glüht. Sie haben jetzt gesehen, Lastnachfrage, insbesondere die Leistungsänderungen bei der Last, wie stark müssen Kraftwerke entsprechend nachregeln oder eben Speicher, Pumpspeicherkraftwerke, Batteriekraftwerke, gibt es ja auch den Begriff, sind beides Stromspeicher, keine originären Kraftwerke, die müssen immer gefüttert werden, damit sie was liefern. Wir haben das uns angeschaut für die Last, wie gerade gesagt, aber auch für einen Einspeiser, die Photovoltaik. Da Sie Kohle, Öl, Gas beliebig nachregeln können im Rahmen der Kapazitäten, die Sie haben, ist das nicht so interessant, denn die sind ja auf die Photovoltaik trainiert, dass sie das ausgleichen müssen. Die reagieren nur. Agieren wird hier in Zukunft die Photovoltaik und Wind. Wind wäre ein Extra-Thema oder Wind plus Photovoltaik als Gesamtsystem kommt da vielleicht noch mehr Leistungsänderungsrate raus, auf die ich reagieren muss. Nächste Untersuchung, sonst wird das Video wieder viel, viel, viel zu lang geworden. Und das Ganze haben wir uns angeschaut in der Tagesperspektive, in der Wochenperspektive, in der Jahresperspektive aus einem ganz einfachen Grund. In der Tagesperspektive sehe ich schön diese Tagesmuster. Okay, Photovoltaik geht hoch, es kommt immer mehr Leistung rein. Die Leistungsänderungsrate ist am höchsten, wo hier die Leistungskurve am steilsten ist. Ganz logisch, wer die Differential-Integralrechnung in der Schule kennengelernt hat und verstanden hat, versteht es. Und hier das Ganze einfach umgekehrt ins Negative. Hier haben wir die Wochenperspektive, die auch so ein bisschen die unterschiedlichen Wetterbedingungen. Wir haben hier die Photovoltaik. Hier ist ein schlechter Tag, kein Wochenende, sondern ein schlechter Photovoltaiktag, mal ein Tag Wolken. Die Wochenperspektive hat es uns rausgemittelt, aber wir haben trotzdem noch diese Feinheiten sehen können. Und in der Jahresperspektive kann man die jährlichen fortschreitenden Entwicklungen in der Gesamtperspektive Januar bis Dezember sich gut anschauen. Ich will hier gar nicht so viele Schlussfolgerungen liefern, jedenfalls noch nicht, sondern einfach ein Stück weit die Information reinbringen und zur Diskussion anregen. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich stelle jedenfalls fest, dass die Diskussionen, auch wenn es nicht die 10.000 Kommentare sind, aber die 100, die ich im Allgemeinen bekomme, dass da ein sehr hoher Anteil an Leuten dabei ist, die sich wirklich Gedanken machen, die wirklich verstehen wollen, sich freuen, dass sie was verstanden haben, aber dann eben aus diesem Verständnis heraus gute Fragen stellen oder auch gute Antworten liefern, gute Ergänzungen liefern. Finde ich richtig cool, dass sowas auch mit diesen bösen sozialen Medien, die ja gar nicht so böse sind, ist nur ein Werkzeug, wir nutzen es gut oder schlecht, dass das wirklich damit auch möglich ist. Und ich hoffe, dass man diesen Hort der mäßigen Glückseligkeit noch ein bisschen aufrechterhalten kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.